Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Team Dungeon. Mystery Dungeon Team Rot. Genau. Mit mir Wackelein und dem unsichtbaren Ceronimus LP, das bin ich. So, safen brauchen wir erstmal nicht. Wir gehen gleich weiter. Gesaved habe ich vorhin schon. Klörberg Gipfel E1. Wir sind ganz oben. Bald werden wir Antworten finden auf unsere Fragen. Schon bald, Wacky. Für Montor setzt Eissturm ein. Dem entfliehen wir mal ganz rasch und gehen die Treppe rein. Zum Gipfel E2. Pokédollar aufgehoben. Und da ist schon wieder die Treppe. Es geht immer höher. Und höher. E4, wir sind fast oben. Die Spannung steigt immer mehr. Und du bist an der Treppe vorbeigelaufen. Ist die Schicht hier oben schon? Tatsächlich da oben. Muss ganz genau auf die Karte achten, die ist hellblau und da ist mittlerweile alles hellblau. Ja, wegen dem Eis, das ist das Problem. In der Feuerhöhle sieht man sowas besser. Ich muss die Räume mal ganz genau untersuchen. Oh, Cutscene. Oh. Endlich sind wir da. Dies ist der Gipfel. Aber wo ist Vulnona? Ich frag mich, wo Vulnona ist. Da sind sie. Ich hab Wacky entdeckt. Gut, ich sehe sie. Simsala! Es wird allmählich Zeit. Endlich haben wir euch. Nur wegen eurer Flucht sind wir überhaupt hier so weit draußen. Nur die Ruhe des Portals. Endlich können wir die Sache abschließen. Ich kann mich kaum zurückhalten. Meine Klauen zucken schon. Ich will einen Kampf. Zero. Nimm's mir nicht übel. Ich weiß einfach nicht, wie man Gnade zeigt. Wie soll ich dir das bitte nicht übel nehmen, wenn du uns zerfleischen willst? Wacky. Dieses Ende habe ich nicht gewollt. Aber so ist es nun einmal. Unser Schicksal. Der Zweck eines Ritterteams ist es, den Frieden zu bewahren. Wir werden euch mit aller Macht bekämpfen. Es beginnt. Nein, Wacky! Unterlass das auf der Stelle. Was? Vulnona? Was? Vulnona? Das ist Vulnona? Die Legende, sie ist wahr. Hört sofort auf zu kämpfen. Simsala. Das sind meine Gäste. Sag uns, Vulnona. Wer war der Mensch aus deiner Legende? Nein, mehr noch, ist die Legende tatsächlich wahr? Je nach deiner Antwort muss ich sie möglicherweise bestätigen. Ob mein Fluch für eine Legende gehalten wird oder nicht, ist ohne Belang. Jedoch, es geschah wirklich. Vor vielen Jahren versuchte ich, einen Menschen mit einem Fluch zu belegen. Doch damals schritt Gardevoir, der Partner des Menschen, ein und bewahrte ihn vor dem Fluch. Selbstlos ertrug es die volle Wucht des Fluches, der eigentlich für einen Menschen bestimmt war. Und der Mensch verhält sich egoistisch und feige. Er ließ Gardevoir im Stich und floh. Und dennoch wurde dieser Mensch später zu einem Pokémon. In Gestalt eines Pokémon lebt dieser Mensch seither. Und dieser Mensch ist wer? Wer ist dieser Mensch, von dem du sprichst? Wacky. Sei ohne Furcht. Nicht du bist dieser Mensch. Was?
Was? Gänsehaut. Was hast du da gerade gesagt? Wacky ist nicht der Mensch aus der Legende, sagte ich. Was? Was ist nur los mit mir? Ich bin so angespannt. Ich kann mich nicht bewegen. Ha. Ha. Okay. Ruhig atmen. Ganz ruhig. Ein, aus, ein, aus, ein, aus. Puh. Oh, das ist einfach fantastisch. Ja, ja, hurra, hurra. Hurra, wir sind's nicht. Großartig. Ich wusste, dass du nichts damit zu tun hast, Wacky. Ich wusste es. Niemals würde Wacky solch schreckliche Dinge tun. Da ist noch etwas, das erwähnt werden muss. Es ist wahr, ich sah voraus, dass die Welt aus einem Gleichgewicht geraten würde. Jedoch, der zum Pokémon gewordene Mensch hat nichts mit dem Ungleichgewicht der Welt zu tun. Der Grund für die Naturkatastrophen ist ein anderer. Hey, ihr! Ihr habt falsch gelegen! Ihr habt einen Fehler gemacht, als ihr Wacky gejagt habt! Nun, wir müssen uns entschuldigen. Tut uns leid, dieses Gengar hat uns aufgehetzt. Nein! Ich hab Gengar gleich von Anfang an verdächtigt. Ja, natürlich doch. Das sagst du jetzt doch nur so. Wacky sieht auch gar nicht so heimtückisch aus. Weil ich ein Glomanda bin, hehe. Oh, wenn es doch... Achso. Wenn es doch nur so wäre. Ha. Aber ich muss sagen, ihr verdient Respekt, dass ihr auf dieser langen und harten Reise die Wahrheit herausgefunden habt. Beeindruckend, Wacky. Ausgezeichnet. Ich wusste von Anfang an, dass ich recht behalten würde. Was? Aber warte mal. Warum wurde Wacky denn dann zu einem Pokémon? Wenn Wacky nicht der Mensch aus der Legende ist, dann... Wie erklärst du dann die Tatsache, dass Wacky zu einem Pokémon wurde? Wacky... Wer bist du? Die Erde bebt. Ah, der Boden bewegt sich. Ein Erdbeben. Erdbeben. Die Oberfläche bricht auf. Die Naturkatastrophen verschlimmern sich. Und Erschütterung des Erdbodens. Wenn ein Geschöpf in den Tiefen dieser Welt erwecken, ein Geschöpf, das bisher ungestört schlief, Groudon wird erwachen. Was? Groudon erwacht? Groudon? Was ist das? Was ist ein Groudon? Ein legendäres Pokémon, das nun alten Mythen auftaucht. Es ist das Pokémon, das die Landmassen geformt und die Kontinente gebildet hat. Es heißt, es sei nach katastrophalen Kämpfen mit seinem Erzfeind... Georg. In tiefen Schlaf gefallen. Sollte Groudons Kräften entfesselt werden, wird Chaos in die Welt regieren. Es muss aufgehalten werden. Wir werden gehen. Wir gehen auch. Nein, ihr müsst bleiben. Groudon ist weit stärker als jedes Pokémon, das ihr bisher getroffen habt. Überlasst es uns. Jawohl, so ist es. Geht erstmal zu eurer Basis zurück und macht eine Pause. Macht euch keine Sorgen um uns. Es gibt schon einen Grund, warum wir den Goldrang tragen. Wir erledigen das und sind wieder zurück, bevor ihr euch wieder nur umschauen könnt.
Gut, wir gehen und kümmern uns um Gruul. Viel Glück, Simsala! Und so machte sie Simsalas Team auf in den Tiefen der Erde, um den erwachten Gruul zu suchen. Unterdessen beendete das Team von Waki, nun befreit von den wüsten Verdächtigungen, seine lange und qualvolle Reise. Und kehrte wohlwollend und glücklich in der Retterteam-Basis zurück. Währenddessen zurück auf den Pokémon-Platz. Hehehe, warum seid ihr nicht unterwegs, um das Team von Waki zu jagen? Nun, du hast leicht Räder. Du hast leicht Räder. Das ist zu viel für uns. Das heißt, das Team von Waki ist schon seit Tagen weit, weit weg. Wir können es jetzt höchstens bis zur Lapishülle schaffen. Ich war auch an der Jagd beteiligt. Aber sie flohen zum Feuerwerk. Nichts in der Welt könnte mich da einbringen. Und da habe ich ihre Spur verloren. Ich bin vom Typ Pflanze, wisst ihr. Feuer und ich, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, was danach aus dem Team Waki noch wurde. Aber diese Flüchtigen, wenn man sich überlegt, dass sie ihr Leben auf dem Feuerwerk riskieren, sie sind ziemlich zäh geworden. Das kann ich nicht mithalten. Wie? Was seid ihr doch für ein Weicheier? Zäh! Ach, du bist ein richtiges Großmaul. Was ist mit deinem Team, Kirchner? Ihr hängt hier noch auf dem Pokémonplatz herum und schreit euch zurück. Macht euch machen. Los mit euch. Ratet. Alle werden zu Schweizer. Haltet uns da raus. Unsere Aufgabe ist es, vom Ende von Waki zu erfahren und das weiterzugeben. Siehst, du spielst dich vielleicht auf. Ach du meine Güte. Ach je, ach je. Meditalis, was ist los? Waki. Waki ist... Ja, endlich. Waki... Sind wir Waki los? Nein, im Gegenteil. Waki ist zurück. Was? Hey, da drüben. Waki. Sie sind zurück. Ha, hallo Leute. Wir sind wieder zurück. Huh. Endlich sind wir wieder hier. Wir waren sehr lange fort. Irgendwie weckt dieser Platz nostalgische Erinnerungen in mir, Waki. Hey, Zero. Oh, du bist es, Gengar. Ist ja eine Weile her. Was soll diese unverschämte Selbstsicherheit? Vielleicht... Gengar! Alles, was du gesagt hast, war falsch. Waki hatte gar nichts mit der Sache zu tun. Waki traf keine Schuld. Okay. Was? Ist das wahr? Ja, wir haben wohl Nona gefunden und nachgefragt. Waki ist nicht der Mensch aus der Legende. Wir sind zurückgekommen, weil wir die Wahrheit herausgefunden haben. Moment mal! Man kann dir nicht trauen! Wann hast du so eine Behauptung aufgestellt? Das musst du beweisen! Beweisen? Ganz genau, knallharte Beweise. Lass uns Beweise sehen. Na los, wird's bald. Beweise? Wir haben keine Beweise. Zu schade.
dass du nichts beweisen kannst. Aber schön, dass du hergekommen bist. Schön blöd, das erleichtert uns die Arbeit. So, meine Pokémon. Das ist eure Chance, Wacky loszuwerden. Kiki? Was habt ihr denn? Wollt ihr Wacky nicht loswerden? Ich hab immer an Wacky geglaubt. Auf dich falle ich nicht mehr rein. Was? Ich bin draußen. Das Team von Wacky hat mich gerettet. Ich hab mich nur schweren Herzens an der Jagd beteiligt. Und nur, weil du so darauf bestanden hast. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Wacky nicht wirklich so böse sein soll. Ich habe genug gehört. Ich glaube, Wacky. Ja, genau. Wer braucht Beweise? Leute. Extra Neuigkeiten. Oh, er fliegt ein Looping. Hä? Guck mal, die ganze Zeitung, die auf den Boden fällt. Was ist das? Sieht aus wie eine Zeitung, nicht? Okay, ich lese mal das vor, was hier steht. Pokémon Zeitung Extra Blatt. Wacky unschuldig. Wacky traf Volona unter dem wachsenden... unter dem wachshaften Auge von Simsala, ja. Auge vom Simsala. Und konnte beweisen, dass keine Verbindung zu den Menschen aus der Legende besteht. Daraus ergibt sich, dass Kragas Behauptung hinterhältig und böse Verleutungen fragen. Du Krackiger. Ich zieh weg von ihr. Halt, du Lügner! Du hast uns betrogen! Wir kommen zurück. Ja. Ist zu. Sendepause, ist mein Text. Ja, es tut gut, wieder hier zu sein. Wieder zurück am Pokémon-Platz. Da, wo wir hingehören. Ich bin so froh, dass Wacky nicht mehr so unter Verdacht steht. Oh ja, ich bin auch froh. Nun müssen wir vor niemandem mehr davonlaufen. Wacky. Wir sind beide müde. Ich gehe und leg mich schlafen. Morgen rufen wir unser Retterteam wieder ins Leben zurück und retten ordentlich wieder viele Pokémon. Versuchen wir unser Bestes. Aber heute gehen wir erstmal schlafen. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Wacky. Hast du gut geschlafen? Na, sehr gut. Wir können wieder als Retterteam arbeiten. Und die Post ist wieder da. Oh, Pilippa bringt wieder Sachen. Ja. Rettungsaufträge. Sieh mal, Pilippa bringt uns bereits wieder Post. Versuchen wir so unser Bestes. So wie wir es immer getan haben, Wacky. Genau, das werden wir. Und ich werde mich jetzt wahrscheinlich auch wohl auf dem Pokémon-Platz. Wird jetzt, denke ich mal, nichts passieren groß. An Cutscenes? Nein. Deswegen kann ich mal rasch zum Berettiner mal gucken, was wir jetzt an Aufträgen haben. Bestimmt zu den ganzen Orten, wo wir jetzt gewesen sind. Richtig, Finsterforst, Stillklamm und so weiter. Donnerberg, Riesenschlucht. Riesenschlucht mache ich.
Und natürlich den Stillklamm. Obwohl der Stillklamm war auch, glaube ich, so. Ah, Lowdown, glaube ich. Was bringt das? Zwei Poké-Dollar. Okay, die Belohnung ist nicht schlecht, muss ich sagen. Die nehme ich auch mal mit. Stillklamm, Wurfkorb. Nee, darauf habe ich nicht wirklich Bock. Finsterforst. Was bringt mir das? Ein Gyropok. Nee. Nicht so wirklich. Donnerberg, was bringt. Na, egal. Folterknecht, okay. Gut, Leute, das heißt, es wird wieder mal Zeit für mich zu leveln, weil ansonsten gehe ich nicht weiter. Wir müssen selber wieder bis zum nächsten Kämpfe vorbereiten. Und das war's für diesen Part von Let's Play Together. Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Mit mir, Wackilein und... mir, Zeronimus LP. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.